Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Repräsentanten aus Deutschland und Europa haben heute Abschied genommen von Helmut Kohl. Mit einer Totenmesse im Dom zu Speyer und einem historischen Trauerakt im EU-Parlament in Straßburg. Dort standen am Vormittag die internationalen Verdienste des Altkanzlers im Mittelpunkt. Hochrangige Politiker würdigten Kohl nicht nur als Wegbereiter der deutschen, sondern auch der europäischen Einigung. Er habe die Geschichte des Kontinents wesentlich geprägt, so EU-Kommissionspräsident Juncker. Kohl war am 16. Juni im Alter von 87 Jahren gestorben. Helmut Kohl war einer von nur drei Ehrenbürgern Europas. Heute Vormittag im Plenarsaal des Europäischen Parlaments. Die Witwe Maike Kohl-Richter. Die beiden Söhne wurden nicht gesehen. Auch Kohls Verhältnis zu Angela Merkel war gespannt. Und der europäische Trauerakt war offensichtlich nicht ihre Initiative. Präsidenten und Regierungschefs erweisen die letzte Ehre. Die Trauer um den Altkanzler geht über Europas Grenzen hinaus. Kohl hatte Freunde und Partner rund um den Globus. Für Kommissionspräsident Juncker war Kohl Freund und Förderer. Mit Helmut Kohl verlässt uns ein Nachkriegsgigant. Schon zu Lebzeiten hielt er Einzug in die Geschichtslieder. Und in diesen Geschichtsbüchern wird er für immer stehen. So sleep well, my friend. Schlaf gut, mein Freund, sagt Bill Clinton. Du hast einen tollen Job gemacht in deinem Leben. Und wir, die es mit dir geteilt haben, wir lieben dich dafür. Ich danke dir. Von Helmut Kohl wird erzählt, dass er mit Kollegen in aller Welt immer wieder telefonierte. Er vertraute auf den direkten menschlichen Draht. Angela Merkel schließlich würdigte Kohl, ohne dabei die Spannungen zu verschweigen. So manche Geister schieden sich an ihn. Nicht wenige haben sich an ihm abgearbeitet und gerieben. Viele von uns, auch ich, können davon erzählen. Doch das tritt zurück hinter dem überragenden Lebenswerk. Und genau deshalb zollen ihm auch politische Kontrahenten Respekt. Am Ende gelöste Stimmung. Eine Pause vom Stress der Weltpolitik. Höhepunkt der Trauerfeierlichkeiten für den Altkanzler in Deutschland war am Abend eine Totenmesse im Dom zu Speyer. Auf einen nationalen Staatsakt ist mit Blick auf den ausdrücklichen Wunsch Kohls verzichtet worden. Totenmesse für Helmut Kohl im Kaiserdom zu Speyer. Mit einem Requiem verabschieden sich die Witwe und 850 geladene Gäste aus aller Welt von Helmut Kohl. Bischof Wiesemann würdigt die politischen Verdienste des Altkanzlers für Deutschland und Europa. Wir schauen mit Dank und Hochachtung auf seine Lebensleistung und beten um den Frieden Gottes für ihn und seine Familie. Herr, gib ihm die ewige Ruhe. Der Dom zu Speyer ist eng verknüpft mit dem Leben des Altkanzlers. Hier fand er als Kind Schutz vor Luftangriffen im Zweiten Weltkrieg. Hierher führte er viele Staatsgäste während seiner Kanzlerschaft. Enge politische Weggefährten erinnern sich. Kohl war ja ein regelmäßiger Besucher der Kirche und vor allem dieses Domes hier. Und seine ganze Prägung ist ohne seine Verwurzelung im Christentum, als Katholik im Christentum, nicht denkbar. Auch politische Freunde, die zuletzt im Streit mit Kohl lagen, kommen zu der Trauerfeier. Die Diskussion, ob es auch einen nationalen Staatsakt für Kohl hätte geben sollen, spielt in Speyer keine Rolle. Ich glaube, das ist ein wirklich sehr würdiger und ein schöner Rahmen. Und es entspricht auch Helmut Kohl. Er war nun mal ein wirklich durch und durch Europäer. Er hat Deutschland niemals so empfunden, als würde sich Europa nach Deutschland richten, sondern Deutschland muss europäisch sein. Vor dem Dom nehmen 2.500 Menschen Abschied, darunter auch die Junge Union. Ich bin traurig, aber vor allem auch dankbar. Ich bin noch geboren worden in der ehemaligen DDR und darf heute hier in Speyer stehen und habe ein wunderbares Leben dank Helmut Kohl. Zuvor am Nachmittag war der Trauerzug mit dem Sarg durch Kohls Heimatstadt Ludwigshafen gefahren.
Im Anschluss ging es mit dem Schiff über den Rhein nach Speyer. Auch hier erwiesen zahlreiche Bürger dem Altkanzler die letzte Ehre. In etwa einer Stunde wird Helmut Kohl im kleinen Kreis von Angehörigen und Freunden beigesetzt. Zum Trauerakt für den Altkanzler Kohl finden Sie weitere Informationen auf unserer Tagesschau-App. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat Entscheidungen über Asylanträge von afghanischen Staatsangehörigen offenbar ausgesetzt. Die Behörde warte nach den jüngsten schweren Anschlägen in dem Land auf eine neue Bewertung der Sicherheitslage durch die Bundesregierung. Das berichten die Zeitungen der Funke Mediengruppe. Zwar würden weiterhin Erst- und Folgeanträge angenommen, über sie werde zurzeit aber nicht abschließend entschieden. In Österreich ist Außenminister Kurz zum neuen Vorsitzenden seiner Partei ÖVP gewählt worden. Er erhielt auf dem Bundesparteitag in Linz fast 99% Zustimmung. Außerdem beschlossen die Delegierten Änderungen der Statuten, die dem Parteichef weitgehend freie Hand geben. 3,5 Monate vor dem Nationalratswahl hatte Kurz in seiner Rede zuvor mehr Klartext von der Politik gefordert. Die Zeiten, als Sebastian Kurz auch in der eigenen Partei als Jungpolitiker belächelt wurde, sie sind endgültig vorbei. Heute wurde der 30-Jährige mit dem zweitbesten Ergebnis bei einem ÖVP-Parteitag zum neuen Vorsitzenden gewählt. Das entspricht 98,7%, lieber Sebastian. Mit Staunen hatten viele in den vergangenen Monaten in Österreich verfolgt, mit welcher Geschwindigkeit Kurz die morsche rot-schwarze Regierungskoalition ausgehebelt und sich anschließend an die Spitze seiner Partei katapultiert hatte. In seiner programmatischen Rede prangerte er negative soziale Entwicklungen in Österreich an. Wir sind ein Stück weit Weltmeister im Weiterwursteln geworden. Es reicht aus meiner Sicht nicht zu sagen, wir haben das beste Sozialsystem der Welt, obwohl wir wissen, dass wir jedes Jahr mehr investieren und die Qualität nicht wirklich steigt. Ausgestattet mit erheblich erweiterten Vollmachten, etwa bei der Aufstellung von Wahllisten, hat Kurz auch einen neuen Parteinamen durchgesetzt, die Neue Volkspartei mit dem Zusatz Liste Sebastian Kurz. Der Name ist Programm. Selten passte dieser Satz besser als zu dieser One-Man-Show der Neuen Volkspartei. Mit Sebastian Kurz und seiner gleichnamigen Bewegung setzt die vormalige ÖVP nun alles auf eine Karte für die Nationalratswahl Mitte Oktober. Und das muss sie wohl auch, denn im leidigen Dauerstreit mit Ex-Koalitionspartner SPÖ hat auch sie in der Vergangenheit viel an Wählervertrauen verspielt. In Hongkong sind mehr als 10.000 Menschen für mehr Demokratie auf die Straße gegangen. Anlass war der 20. Jahrestag der Rückgabe der ehemaligen britischen Kronkolonie an China. Seitdem wird die Sonderverwaltungszone Hongkong nach dem Grundsatz ein Land, zwei Systeme in Teilen autonom regiert. Kritiker werfen Peking allerdings vor, seinen Einfluss stetig auszuweiten. Staatspräsident Xi bekräftigte bei den offiziellen Feierlichkeiten den Machtanspruch der Zentralregierung und warnte die Demokratiebewegung davor, diesen in Frage zu stellen. Ein Festakt ohne große Feierlaune. 20. Jahrestag der Übergabe und Carrie Lam wird vereidigt. Sie ist die neue Regierungschefin einer politisch tief gespaltenen Stadt. Die 60-Jährige ist schon jetzt umstritten, weil sie nicht von allen Hongkongern, sondern von einem überwiegend Peking-treuen Komitee gewählt wurde. Chinas Staatspräsident Xi Jinping ist da, seine Rede mehr Warnung als Versöhnung. Jeder Versuch, Chinas Souveränität und Sicherheit zu gefährden oder die Macht der Zentralregierung in Frage zu stellen, sei das Überschreiten einer roten Linie und absolut unzulässig, so Xi. Ein Teil der Bevölkerung will enge Beziehungen mit Peking, auch weil die Wirtschaft Hongkongs stark von China abhängt. Andere, vor allem jüngere Hongkonger, verlangen mehr Demokratie. Dafür wurde auch heute wieder demonstriert. Viele sehen Anzeichen für einen wachsenden Einfluss des autoritären Pekings in der Politik, in der Bildung, auch in den Medien. Sie fürchten um ihre Freiheiten. Ein Land, zwei Systeme verändert sich gerade und das schadet uns. Wir sehen, dass sich die Dinge verändern, deshalb müssen wir aufstehen, vor allem für die jungen Leute. In Chinas Staatsfernsehen spielen die Demonstrationen keine Rolle, dafür viele glückliche Gesichter beim Abschied aus Hongkong. Chinas Staatspräsident Xi Jinping hat die Bedeutung von ein Land, zwei Systeme betont. Aber eine Annäherung zwischen der Führung in Peking und den Kritikern in Hongkong hat dieser Besuch nicht gebracht. Er war vor allem eine Machtdemonstration.
Der Bund ist offenbar über seine Pensionsfonds indirekt Miteigentümer der umstrittenen belgischen Atomkraftwerke Tihange und Doel. Das habe das Bundesinnenministerium auf eine Anfrage der Grünen mitgeteilt, berichten Aachener Zeitungen. Die Sicherheit von Blöcken der grenznahen AKW ist wegen tausender Mikrorisse umstritten. Umweltministerin Hendricks habe sich überrascht gezeigt. Sie wolle sich dafür einsetzen, dass die Anteile im Wert von mehr als 6 Millionen Euro verkauft würden. Der Brite Geraint Thomas hat die erste Etappe der Tour de France gewonnen. Beim Einzelzeitfahren in Düsseldorf absolvierte er die 14 Kilometer in 16 Minuten und 4 Sekunden. Bester Deutscher wurde der amtierende Zeitfahrweltmeister Toni Martin. Er landete auf Platz 4. Für Topfavorit Toni Martin endet sein Saisonhöhepunkt enttäuschend. Der Weltmeister verpasst den anvisierten Sieg und damit das gelbe Trikot. Über beides freut sich dagegen, überraschend, der Brite Geraint Thomas. Der Helfer von Titelverteidiger Christopher Froome gewinnt im Dauerregen von Düsseldorf. Toni Martin zur Rennhälfte noch vorne, fehlen am Ende 8 Sekunden, Platz 4. Das ist natürlich sehr schade für mich. Ich habe gesagt, es ist wahrscheinlich die einmalige Chance in meiner Karriere jetzt hier in Deutschland, um gelb zu fahren. Und die Chance ist vorbei, aber nichtsdestotrotz war es ein wunderschönes Rennen jetzt für mich von Atmosphäre her. Düsseldorf feiert unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen und bei mäßigem Wetter. 14 anspruchsvolle Kilometer auf rutschiger Strecke bereiten allen Probleme. Mitfavorit Alejandro Valverde stürzt am schwersten und muss verletzt aufgeben. Sturzfrei und überzeugend Marcel Kittel, der Sprinter, fährt auf Rang 9 und scheint in Topform für die morgige Flachetappe, die von Düsseldorf nach Lüttich führt. Deutschlands Nachwuchsfußballer sind Europameister. Die U21-Auswahl bezwang gestern Abend im polnischen Krakau die favorisierten Spanier mit 1:0. Das entscheidende Tor schoss Weiser in der 40. Minute. Zuletzt hatte eine DFB-Auswahl vor 8 Jahren den Titel gewonnen. Mit Pokal im Gepäck. Am späten Nachmittag am Frankfurter Flughafen die deutsche U21, die gestern dank großer Mannschaftsleistung Europameister geworden war. Unser größter Vorteil ist der Teamgeist, den die Mannschaft an den Tag gelegt hat, weil einfach jeder für den anderen gekämpft hat. Deutschland gestern in Krakau in Schwarz-Weiß in der ersten Hälfte klar besser als die favorisierten Spanier. Das 1:0 nach 40 Minuten. Torschütze Mitchell Weiser von Hertha BSC. Die Deutschen pünktlich zum Endspiel mit ihrer stärksten Turnierleistung. Spanien dagegen erstmals bei dieser EM in Rückstand und auch nach der Halbzeit nicht wirklich überzeugend. Endstand 1:0. Nach 2009 die deutsche U21 zum zweiten Mal Europameister. Das ist Wahnsinn einfach. Wir sind die beste U-Mannschaft in Europa. Nach dem Spiel die Rückkehr ins Mannschaftshotel, wo der Titel bis in den Morgen gefeiert wurde. Wie auf dem Platz, auch auf der Party, die Geschlossenheit, die Stärke. Die Lottozahlen heute ausnahmsweise auch mit Spiel 77 und Super 6. 2, 3, 15, 22, 35, 47, Superzahl 8. Die Gewinnzahl im Spiel 77 lautet 8, 5, 1, 2, 1, 0, 9. Super 6, 5, 8, 9, 6, 5, 9. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 2. Juli. Auch am Sonntag erwartet uns unter Tiefdruckeinfluss wechselhaftes und recht kühles Wetter. Heute Nacht verlagert sich der Regen in den Süden, sonst klart es vielerorts auf. Von Nordwesten ziehen in der Früh neue Wolken mit Schauern heran. Morgen im Süden noch Regen, der sich aber an die Alpen zurückzieht. Weiter nördlich zunächst freundlich, dann auch dort, wie schon im Norden, Wolken und gebietsweise nass. Später im Norden wieder freundlicher. Heute Nacht am Oberrhein milde 15, in der Eifel nur 9 Grad. Im Allgäu morgen frische 14, sonst 17 bis 23 Grad. Am Montag in der Mitte längere Zeit freundlich, sonst mal Sonne, mal Wolken und einzelne Schauer, am Nachmittag auch Gewitter. In den folgenden Tagen liegt der Norden auf der wolkigeren und nasseren Seite, in der Südhälfte oft sonnig und warm, dazu gibt's einzelne Wärmegewitter. Gegen 23.45 Uhr hat Karin Mioska diese Tagesthemen. Kohls europäisches Vermächtnis, Verdienste und Versäumnisse und getanzter Tolstoi, Anna Karenina auf der Ballettbühne. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.